Hallihallo, hier sind wir zum ersten Mal in einem Gespräch mit Jill Diamond. Mein Hallo Name ist. Elinor. Hallo Hi. du! Mein Name ist Eleanor Petzold und wir haben uns bei einem Liebesleben-Kongress in Zürich im April 2019 zum ersten Mal getroffen. Und ich fand dich, Jill, faszinierend. Mit deinem Thema, mit deinem Aussehen, mit deinem Schmetterling vor allem. Ich liebe Schmetterlinge und fand ich super. Und ja, und jetzt wollen wir einfach mal gucken, was wir gemeinsam in die Welt bringen können. Das, was uns verbindet, so wie ich es mitgekriegt habe, ist unsere Passion für die Themen Männlichkeit und Weiblichkeit in uns, wie wir das verbinden. Und ich freue mich auf das Gespräch, lieber Jill. Wie geht es dir heute? Ja, mir geht's sehr, sehr gut. Ich freue mich auch und dass es endlich geklappt hat. Und ja, ich würde mich freuen, auch Elinor, weil ja, meine Zuschauer, die das ja auch sehen werden, die wissen ja, was ich auch so treibe. Und die wissen nicht, was du treibst. Und vielleicht einfach ganz spontan, weil mich das wirklich auch interessieren würde. Es geht genau um Männlichkeit und Weiblichkeit oder halt auch Mann und Frau, sag ich mal im klassischen Sinne. Und du warst jetzt vor kurzem nämlich auch auf einer Reise, wo es auch um diese Themen ging. Ich glaube in Ja, Griechenland, ne? ja, ja. Ne? Und ja, erzähl doch erstmal auch davon. Da würde ich halt auch gerne mehr zu erfahren. Danke dir. Du, das war wunderbar. Es ist knapp eine Woche, dass ich zurück bin. Auf Korfu waren wir mit einer lieben Kollegin von mir, Anastasia Romanova. Und die Reisen heißen so Sinn und Sinnlichkeit, Genuss, Vergnügen, Gesundheit und Intimfitness. Das ist ja praktisch der rote Faden. Es geht auch um Training von unserer Intimmuskulatur, von der steuerbaren männlichen und weiblichen Muskulatur, damit man als Mann und Frau oder eben alle Geschlechter im Liebesspiel miteinander eben lebendiger, aktiver und kreativer in der Gestaltung sind. Und natürlich spielen da diese Themen mit rein. Wie wir uns überhaupt als sexuelle Wesen, als menschliche Wesen begreifen, Mann oder Frau, Weiblichkeit, Männlichkeit, Dominanz, Alpha, Beta, das hat alles eine Rolle gespielt und die Reise war super. Wir hatten 10 Gäste gehabt, alle auf einer Villa, ganz nah am Strand. Totale Idylle. Also das war wirklich eine super Atmosphäre und im September haben wir jetzt die zweite Reise vor. Das wird auch stattfinden. Und genau, wir haben festgestellt, dass viele Menschen, ob Männer oder Frauen, sich nicht wirklich identifizieren können mit sich selbst, mit ihrem Körper, mit dem, was wir im Kopf von weiblich oder männlich halten. Und Ja. natürlich kann das dann zu den Konflikten führen in den Beziehungen. Aber das war toll. Ich selber bin Sexualtherapeutin und Hypnosetherapeutin. Ich bin Pelvis Gym Trainerin. Das ist so eine Liebesgymnastik für aktive Liebhaber, aktive Liebhaberinnen. Pelvis ist ja Ja. Beckenbodentraining, Anastasia. Und ja, das ist so das, womit wir uns beschäftigen, spielerisch, aber auch tiefgreifend mit dem, was uns auf körperlicher Ebene zu Mann und Frau macht, aber auch auf seelisch-emotionalen, geistigen Ebene, ne? Eben diese Themen, die du auch, soweit ich weiß, in deinem Buch beschreibst. Und ich weiß, Ja. dass das Buch jetzt ganz neu eingetroffen ist. Magst du uns mal zeigen mit dem Ja, ich spannenden zeig's Namen? mal. Ja, also es ist heute angekommen, das erste Mal Liebesformel, wie du lernst, mit der Liebe zu rechnen. Ja, ich bin auch ganz gespannt, weil da geht es halt genau um diese Themen halt auch: Männlichkeit, Weiblichkeit, Dominanz, ja, Unterwürfigkeit auch eine gewisse Art und Weise und wie wichtig das ist. Ja, dass es das im Außen auch gespiegelt wird, damit wir das in uns, ja, also jeder in sich, ob jetzt Mann oder Frau oder wie gesagt, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, weil Ja. mein Hintergrund ist ja auch dieser LGBTQ nennt man das ja, also ne, da komme ich vielleicht gleich auch nochmal kurz drauf. Ich wurde ja mit den weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und weiß halt deswegen auch, wie es ist, im Außen als Frau gesehen zu werden und ne, innerlich sich aber anders zu fühlen und was das auch für Diskrepanzen im Leben mit sich bringt und deswegen halt egal eigentlich welches Geschlecht oder ob zwei Frauen, zwei Männer, es gibt immer zwei Pole, meiner Meinung nach, in Partnerschaften, immer einen männlichen energetischen Pol und einen mehr weiblichen und die dazu dienen, eigentlich, dass man voneinander lernt, beide verdrängte Anteile, die weiblichen zum Beispiel Pole, die mehr die männlichen Anteile verdrängen, dann halt in sich,
ja, zu etablieren und ins Licht zu stellen und genauso die andere Seite. Und das oft leider in Partnerschaften und in Gemeinschaften, weil das betrifft nicht nur Partnerschaften, sondern das gibt es auch in Partnerschaften auf der Arbeit, also Chef, Angestellter. Da ist ja auch oft eine Unterdrückung oder irgendeine Hierarchie oder eine Macht mit Eltern. Ne? Wenn du sagst verdrängt, meinst du, sind die dann immer verdrängt oder kannst du das ein bisschen erläutern, wie du das meinst? Meinst du, dass es uns nicht bewusst ist oder dass wir das bewusst unterdrücken? Wie ist das in deiner Wahrnehmung, gerade mit deinem Hintergrund? Dieses Wort verdrängt ein bisschen erläutern, ist das möglich? Ja, also ich glaube unbewusst seit der Kindheit halt einfach verdrängt, weil es natürlich kollektiv, es wird immer besser, aber sage ich jetzt mal auch in der Geschichte, die hinter uns liegt, immer ein typisches Bild von Frau und Mann gab, wie was zu sein hat und dass man dann von klein auf halt auch lernt und es gar nicht aber anders natürlich kennengelernt hat, dass es sich als Mann so richtig ist zu verhalten, dräng deine Gefühle weg, ne, du musst der Starke sein, wein nicht, du darfst keine Angst haben und Frauen eher immer die Rolle kollektiv in der Vergangenheit, also bis aber heute glaube ich schon auch noch großflächig zugesagt ist, du bist für die emotionalen Dinge zuständig, ne, dann eher so die Kinder, ja, die emotionalen, weichen Sachen und das, du darfst nicht stark und hart sein und bist nicht dafür zuständig, sage ich jetzt mal, der Versorger oder die Versorgerin zu sein. Also deswegen, das sind so ganz wichtige Dinge, die ich auch versuche zu erklären, warum dieses Bild überhaupt so entstanden ist und auch immer noch so schwierig ist abzulegen in der heutigen Zeit, wo ja viele Frauen einfach im Berufsleben stehen, aber trotzdem ist für Männer oft noch schwer, ist auch zu Hause zu bleiben und jetzt, sage ich mal, die Kinder zu betreuen. Und ja, da gibt's halt ganz viele äußere Faktoren und ganz viele innere Faktoren, die da zusammentreffen. Also deswegen, ich habe es versucht, so gut wie möglich, also durch den geschichtlichen Hintergrund, aber auch durch den, ja, wie wir wirklich von unseren Eltern halt die Vorbilder kriegen. Also es ist ja auch so, sind unsere Eltern zusammen, erzieht uns unsere Mutter alleine, weil der Vater einfach nicht da ist oder nur der Vater ist da und die Mutter nicht oder sind vielleicht beide Eltern nicht da und man ist bei den Großeltern. Also das sind so viele Faktoren, die da einfach mit einspielen. Und da versuche ich trotzdem halt jedem gerecht zu werden, dass jeder für sich aus dem Buch oder aus dem Inhalt für sich sein Bild so zusammenbasteln kann, sozusagen. Ja. Und aber guck mal, du hast jetzt kollektive Einflüsse erwähnt, natürlich sind die gravierend, aber mich interessiert gerade mal der persönliche Hintergrund von uns beiden, so wie ich dich erlebe, als wir diesen Termin vereinbart haben, haben wir noch geschaut, wann machen wir es, in welcher Uhrzeit, und dann hast du was gesagt, was mich total gerührt hat. Du hast gesagt, ja, du musst dich ja noch schminken, du brauchst vielleicht etwas Zeit, und ich habe gesagt, oh Gott, glaubst du, das ist ja, du hast Verständnis dafür, dass man Zeit braucht, um sich zurechtzumachen. Das ist super. Und dann frage ich mich, ist es so, weil du vielleicht diese weibliche Hintergründe kennst, wirklich kennst, oder kann es jedermann, oder kann man es lernen? Wie ist das? Ich nehme dich wahr, sehr lebendig, aber rücksichtsvoll, sehr empathisch und dennoch standhaft und souverän. Das ist schon eine krasse Mischung, so ein prickelnder Cocktail. Also die Frage nochmal, ist es auf deinen Hintergrund zurückzuführen oder können es auch Männer lernen, die ganz und gar nicht die weibliche Seite gekannt haben, die von vorne an als Mann sich wahrgenommen haben und als Mann leben? Also ich, jeder kann das auf jeden Fall, weil ich glaube immer, jeder kann alles eh lernen und das hat sich bei mir auch so ein bisschen entwickelt, weil du, also die eine Seite, die du sagst, dieses Empathische und sich immer auch eher um die Bedürfnisse der anderen zu kümmern, das kennen ja ganz viele und die würde ich halt als Ja-Sager bezeichnen, eher in der weiblichen Energie, immer dieses, ne, wirklich zu denken, oh Gott, hat der andere jetzt Umstände oder was braucht der andere gerade, und das sind halt öfters Frauen, kollektiv, ja, und ich zum Beispiel, das ist sehr schön, dass du das so ausformuliert hast, Elinor, weil diese Standhafte und diese Stärke, die habe ich ganz lange nicht gehabt und deswegen, die habe ich halt lernen dürfen oder gefühlt früher noch müssen durch diesen speziellen Weg, nämlich für sich einzustehen und zu merken, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich konnte wirklich mit Ende 20 noch nicht mal, da hatte ich noch nicht mal den Mut, echt eine Pizza zu bestellen telefonisch, weil ich mir so unsicher war. Ja, wirklich. Deswegen, auch wenn ich meinen Klienten immer von meiner Vergangenheit erzähle, das können die sich immer gar nicht vorstellen. Also ich hatte wirklich vor allem Angst und ich war überhaupt nicht in der Lage, mich durchzusetzen. Und ich glaube, dass das
so beides ist. Meine Mutter ist halt auch jemand, die früher nie ungeschminkt rausgegangen ist. Ja, also deswegen, das hat bestimmt auch was damit zu tun. Aber auch meine eigene Unsicherheit habe ich oft versucht, durch Äußerlichkeiten, weil das ja ein ganz wichtiger Punkt in meiner Entwicklung war, dieses äußerlich eigentlich eine Frau gewesen zu sein, ja, vom Körper. Ich habe ganz oft Äußerlichkeiten selber genutzt, um mich wohlzufühlen. Und bin auch immer noch, und das mache ich auch mittlerweile gerne, aber eine Zeit lang war das auch, glaube ich, zu extrem, dass ich gemerkt habe, ich will eine Unsicherheit überspielen und ja, ich darf mich eigentlich auch vielleicht noch mehr so akzeptieren, ohne dass das außenrum passen muss. Aber deswegen habe ich da total Verständnis für, weil ich es mittlerweile auch wirklich feier. Ich denke mir halt so, man verpackt ja auch Geschenke, wenn man jemandem eine Freude machen will. Und das ist ja auch ein Respekt vielleicht, nicht dem Zuschauer gegenüber, wenn man jetzt ungeschminkt ist oder so, aber einfach, dass man sich so präsentiert, wie man es halt selber für richtig hält. Und wenn man sich selber wohler fühlt. Ja. Du, und also wie gesagt, ich bin ja nicht in Deutschland geboren und in meiner ursprünglichen Kultur, es ist sowieso so, dass man wirklich durch sein Äußeres, also wirklich einen Respekt erweist oder eben nicht oder gar nicht oder weniger. Und deshalb, ja, soweit ich es noch mitgekriegt habe, zwar bin ich mit 17 schon aus dem Land nach Israel und dann aus Israel nach Deutschland. Es ist schon so, dass man zum Beispiel ins Theater geht und sich unbedingt zurecht macht oder selbst in ein Restaurant oder zu einer Geburtstagsparty oder eben in so einem Video auftritt. Und wenn wir, sage ich mal, die da geboren sind, wo ich geboren bin, wenn wir uns nicht schminken, nicht zurecht machen, dann ist das fast schon ein Zeichen dafür, nehme ich nicht ernst. Und das bleibt jetzt, ich bin seit 20 Jahren in Deutschland und das bleibt. Und der Witz ist nochmal ganz kurz, du sagst zu der Wahrnehmung, ich habe mich viele Jahre nicht wirklich zu den weiblichen Community, wie soll ich sagen, zugehörig gefühlt habe. Und erst seit, was weiß ich, seit 2 Jahren vielleicht erst, ich bin 45, erst seit wenigen Jahren komme ich langsam dahin zu sagen, so wie ich als Frau bin, bin ich Frau genug. Und ich bin halt Frau und das finde ich super spannend. Zwar bin ich als Frau geboren und lebe als Frau, aber ich kann es, glaube ich, wenn ich es ein Stück weiter nachvollziehen, dass man sich nicht wirklich zugehörig fühlt. Und das kann schon quälend sein, oder? Total, aber das ist ja auch das Spannende, Elinor, darum geht es zum Beispiel auch, also in meinem Coaching und dass ich jetzt auch das Buch geschrieben habe, weil ich finde, das darf die Welt erfahren und ich meine, es gibt ja schon ganz viele Leute, die sich mit der Liebe beschäftigt haben, aber halt wirklich diese Sachen, es gibt ganz viele Männer, weil die habe ich auch in meinem Umfeld und die sind als Mann auch also körperlich geboren und die fühlen sich auch nicht richtig männlich, weil die halt auch sehr empathisch sind, sehr nah am Wasser gebaut, eher halt auch schüchtern sind, sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, auch vielleicht nicht unbedingt denken, ich muss beruflich jetzt irgendwie da an irgendeine Spitze, sondern auch sich eher so denken, ich kann mir auch vorstellen, zu Hause zu sein und dann nicht um die Kinder zu kümmern und dass das alles Männer sind, die toll sind, aber auch durch und selbst in der heutigen Zeit, unser kollektives Denken sich, wie du schon sagst, auch nicht männlich genug fühlen und sich in Frage stellen und oft auch von Frauen gespiegelt kriegen, du bist mir zu luschi, ja, du bist zu weich, weil ich stelle mir da irgendwie was anderes vor. Aber das ist halt das Spannende, Elinor, warum wir uns auch so gut verstehen, weil du bist halt auch eine Frau, die mehr genau in dieser männlichen Energie groß gewachsen ist, ja, so wie ich ja auch immer meine Partnerin habe ich auch immer, die auch in der männlichen Energie mehr zu Hause sind und dass ich früher auch gemerkt habe, wie das in Kämpfe ausgeartet ist manchmal und wie schön das ist, wenn man erkennt, halt in einer Partnerschaft und nämlich nicht in einer Beziehung, wo man denkt, ich muss jetzt was vom anderen beziehen, dann gegenseitig voneinander lernen darf und wie sehr ich wirklich die Männlichkeit von meinen Partnerinnen lernen durfte, weil die hatten eher auch dieses Durchsetzungsvermögen und dieses, komm jetzt schluck mal die Tränen runter oder so, ne? Weil die einfach von von ihrer Kindheit und ihrer Art, wie sie groß geworden sind, halt eher diesen Weg bekommen haben. Und deswegen glaube ich, ich habe es im Buch auch so oder grundsätzlich in Vorträgen, das hatte ich in Zürich ja auch aufgemalt, dieses Yin und Yang. Es gibt halt zwei Seiten. Und je
unausgeglichener man selber ist, das kennst du vielleicht auch aus deiner 100%, Erfahrung. 100%. Ne? Absolut. Wenn gerade Frauen zum Beispiel, das ist ja häufiger noch so, sehr devot sind und sich sehr unterdrücken lassen und sehr, ja, wirklich schon unterwürfig, dann bekommen die ein Gegenüber. Und wie gesagt, ob das dann auch eine gleichgeschlechtliche Beziehung ist, also auch eine Frau, ich will jetzt hier nicht die Männer anfeinden, oder ob es ein Mann ist, egal ja. was, wird genau das Gegenteil den Spiegel, nämlich komplette, fast Herrschsucht manchmal, ja, also narzisstische Züge haben, aber nicht, und das ist das immer, viele Leute fühlen sich dann immer an einem Punkt, wo sie denken, warum habe ich das denn verdient, mir geht's doch schon so, ich bin doch so nett, ich mache doch schon alles, ne, warum kriege ich jetzt noch so einen Partner? Und das ist so, dass ich denke, ja, zum Glück, weil dadurch lernt man sich zu befreien, zu sagen, warum verschenke ich mich denn auch so, warum folge ich denn nicht meinen Dingen? Und dass man halt so einen Partner bekommt, eigentlich nicht als Strafe, sondern als, ja, Möglichkeit, sich zu befreien und zu sagen, jetzt reicht's und jetzt kultiviere ich mal diese Sachen in mir. Und das ist das Spannende, je mehr man das tut, also je mehr der Ja-Sager lernt, für sich einzustehen, umso mehr wird vermeintlich das Gegenüber, was immer sagt, nee, nicht, oder auch immer diese Ablehnung, wird immer mehr in eine Zuneigung umgewandelt. Und das ist wunderbar. Es ist vielleicht ein bisschen tiefenpsychologisch gerade, aber das kann ich bestätigen, wirklich. Und ich würde noch mal kurz einwerfen. Ja, gerne. Davon könnte Devotion, wollen wir jetzt nicht im BDSM-Kontext hier erwähnen. Ich glaube, du meinst jetzt eher als Auslieferung, ne? Nicht als Unterwerfen. Ja. Und einfach nämlich, denn das kann sehr süß sein. Ja, ja, total. Hingabe, nee, das ist was anderes. Genau, genau. Ja. Du hast jetzt gemeint eher so, dass man sich, naja, eher unbewusst oder unreflektiert, sagen wir mal auf Schlau, ausliefert. Ja? Genau, ja, super. Genau. Außerdem, du, kann ich auch bestätigen, in meinen aktiven bisexuellen Phasen, wo ich Kontakte zu Frauen gesucht habe, und da war ich durchaus eher in meiner männlichen Energie, habe ich das erleben können, wie sich Frauen fühlen. Aber vor allem war interessant für mich, festzustellen, wie ich mich fühle. Denn je mehr ich nach und nach mich, meine Weiblichkeit sozusagen hingegeben habe, je mehr Männer mir gespiegelt haben, wie kostbar meine Weiblichkeit ist. Mhm. Dummerweise, es ist keine Regel, aber bei mir war das so subjektiv. Ja. Dass ich nach und nach praktisch ein Stück weit Interesse verloren habe, mit Frauen Kontakte zu knüpfen. Mhm. Weißt du? Das heißt, ich habe es in mir in dem Maßen entdeckt und gedeihen lassen und genießen lernen. Und dann habe ich gesagt, wow, ich habe ja alles in mir, ich muss es nicht im Außen suchen. Und so ist es auch, wie du sagst, je mehr Ausgleich wir in uns finden, desto ausgeglichener gehen wir nach außen in unsere Beziehungen. Dann würden wir trotzdem den Partner anziehen, von dem wir lernen können. Und man beginnt bei einem selbst, ne? Ja, und auch das, auch wenn kein Partner zum Beispiel kommt. Also das gibt ja auch Leute, die einfach sagen, mich interessiert schon gar keiner mehr oder ich habe jetzt 10 Jahre niemanden oder sowas. Auch das, dass man das immer als Rückschluss halt genau auf sein Innerstes bezieht und nicht denkt, oh Gott, und das ist oft so, wir suchen dann im Außen und denken, was muss ich noch anders machen, wie sehr muss ich mich noch mehr bemühen, ich muss mich noch mehr aufreiben und vielleicht noch mehr Datingportale besuchen, und dass ich den Menschen auch und du auch, also alle, glaube ich, die sich mit der Liebe befassen oder mit der Sexualität und Männlichkeit, Weiblichkeit, einfach zu, die Menschen aufzuklären, eigentlich fast zu sagen, und auch ins Vertrauen zu bringen, weil das ist ja auch, da sieht man ja auch, dass gar kein Vertrauen mehr in wirklich die Welt eigentlich, wo es ja um die Liebe geht, da ist, dass ich den Leuten auch sagen will, ey, wenn du für dich einstehst und mit dir in die Selbstliebe kommst, was natürlich auch, weil viele mal sagen, ja, ist nicht so einfach, dann sage ich aber halt auch, ja, der Ironman, den zu laufen, ist auch nicht einfach, ne? Das sagt auch keiner, aber es lohnt sich ja so sehr, was da hinten dran hängt, und dann wirst du nicht weiter hoffen müssen, sondern dann bist du so sehr im Vertrauen und weißt einfach genau, dass derjenige zur richtigen Zeit kommen wird, oder auch wenn es gerade unbequem ist und man in keiner tollen Partnerschaft ist, dass das auch den Sinn hat, um sich daraus endlich zu lösen, um dann was sich anzueignen, was man dann halt in der nächsten genau anders macht oder halt braucht und wertschätzen kann. Und sogar ich auch eine Zeit lang nach meiner, ich war auch schon verheiratet und bin geschieden, dass ich 3 Jahre lang erstmal mit mir alleine war und auch wusste, sobald niemand kommt, der mich jetzt richtig flasht, lenke ich mich auch nicht mehr sexuell oder irgendwie ab, um auch irgendwie mein Ego zu Das ist stark, das ist stark.
Ne? Und das war früher halt auch ganz anders, weil ich hatte auch eine Phase, wo ich hatte nie One-Night-Stands, aber halt mich auch, um mich natürlich auch erstmal dann zu erfahren in der Männlichkeit, aber weil ich auch dachte... One-Night-Stand? Also Jill, jetzt muss ich mal, ich mal rein. Du hattest nie eine One-Night-Stand? Ich hatte nur, also wenn dann in Anführungsstrichen Affären, die dann mal 1-2 Monate gingen, also mindestens war ja, dann... 1-2 Monate sind immerhin viele Nächte, aber wann, boah, interessant. Aber nie so, ich habe jemanden, also wenn dann auch vorher gekannt, also nie so, wir gehen jetzt heute Nacht ins Bett und danach am nächsten Morgen sieht man sich nicht wieder oder so, nee, hatte ich nie. Ja, aber früher dachte ich zum Beispiel auch, Elinor, früher dachte ich aber zum Beispiel auch, das siehst du mal, jetzt sehe ich das auch als cool, ne? Ja. Aber früher dachte ich halt, ja, das musst du doch als Mann auch mal gemacht haben, weißt du? Weißt du was, du als Mann, ich unterbreche dich mal, ich finde es verheerend, was gerade mal auch so ein bisschen in der Coach-Szene läuft, ich bin sicher, du machst es anders, gerade mal dieses Thema, ich als Mann hätte mal machen sollen, ich kriege immer wieder mit, wie die Männer und Männlichkeit-Coaches den Männern nahebringen wollen, dass die ja als Mann dominant sein sollen. Und ich als Frau sage, ey Mann, das ist ein Weg in nowhere, weil Frauen lieben starke Männer. Das ist eine meiner Mottos, die ich sage, Frauen lieben starke Männer. Und dann sage ich gleich hinzu, stark und dominant ist nicht dasselbe. Nee. Ist nicht dasselbe. Ein Mann, der in sich ruhen gelernt hat, sei er nun sogenannter Alpha oder sogenannter Beta. Und das vermischt sich dummerweise nicht im Laufe des Lebens. Entweder ist man Alpha oder ist man nicht Alpha und das ist keine Schwäche. Und das wird den Männern komplett versagt, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, außer Alpha sein zu müssen, lernen zu wollen, dafür Geld zu bezahlen. Und ich sage, oh Leute, wo geht es hin? Wir Frauen haben Antennen, die sind mehr überall. Die sind gespickt mit Antennen. Und diese Antennen sind so fein, wir riechen dominante Männer. Und wir wissen ganz genau, welcher Mann sich so gibt und welcher wirklich so ist. Und nicht alle Frauen wollen und brauchen dominante Männer. Und ich finde, das ist so verheerend und wirklich schade, dass es den Männern praktisch so draufgestempelt wird, sei dominant oder du bist kein Mann. Ich finde es echt schade. Und ich möchte jetzt niemandem auf den Schlips treten, aber es ist ein falscher Weg, liebe Herren, dass ihr eure Männer, unsere Männer dahin treibt, dominant sein zu müssen. Das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Frauen, die eher dominant sind, brauchen einen Mann, der sie auffangen kann. Und Alpha und Alpha gerät früher oder später in so einen Konkurrenz oder Kampf oder so eine Stimmung, die eher gereizt sein würde als Mann, Frau, Geschlechtspartner oder was immer Partner, beliebige Geschlecht, die sich vervollständigen, die sich gegenseitig auffangen und gegenseitig tragen können, oder? Auf jeden Fall, und das ist auch so, und das fängt aber schon auch, da versuche ich auch in meinem Buch Bezug drauf zu nehmen, halt aber oft schon auch in der Kindheit an, dass auch Erwachsene, und wie gesagt, es wird immer besser, aber ich meine, unsere Eltern und so, das sind ja auch noch Nachkriegs- oder sogar Kriegsgenerationen, da war ja auch die Zeit einfach noch anders, aber dass halt es auch schon verwechselt wird in der Kindheit, Führung mit Bestrafung verwechselt wird. Ich sag jetzt mal, ne, dass man auch als Kind wirklich lernt, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann wird dir Liebe entzogen. Anstatt zu sagen, ich liebe dich, aber ich find's trotzdem kacke, was du machst, aber trotzdem komm her, ich nehme dich in den Arm, aber jetzt habe ich aber Bock, einen Tag dich nicht zu sehen. Ne, da versuche ich halt auch drauf einzugehen, weil genau das ist es. Und dass dann wirklich auch Männer in Partnerschaften dann auch diese Sache ausleben und dann, aber auch Frauen, um Gottes Willen, aber ich sage jetzt mal, weil von denen schon noch mehr kollektiv, wie du schon sagst, dieses Bild eingetrichtert wird, du musst hier der Rudelführer sein, aber halt auf eine Art und Weise, die nicht empathisch ist, sondern wirklich, wo es ums Ego geht und so, du musst dir zeigen, wo es lang geht und dass da auch dann mit Liebesentzug und so gearbeitet wird, was einfach Schwachsinn ist. Und dass halt ich auch sage, es gibt halt, wie gesagt, immer männliche Pole, die sind mehr die Neinsager und weibliche Pole und das hat nichts mit dem äußeren Geschlecht zu tun, das sind die Ja-Sager und deswegen, das kennt man ja auch oft, Elinor, oh sorry, das war mein Hund, dass Leute sagen so, oder Frauen gerade, boah, ja, die ich haben kann, die will ich nicht, ne? Und die ich nicht haben kann, die will ich. Und genau darum geht's einfach auch mal zu gucken, was spiegeln mir denn die Männer, die ich haben kann? Weil die sind ja oft, sagt man, ach, die sind zu lieb, die sind das und das. Ja, und deswegen diese Unklarheit in einem selbst, also wirklich diese Unausgeglichenheit an, also auch ob jetzt Frau oder Mann in
was wünsche ich mir eigentlich und was kann ich in mir auch vielleicht da verändern, in wo bin ich auch unausgeglichen, und dass ich das dann auch gar nicht von einem Mann erwarte oder brauche, sondern einfach automatisch auch anziehe. Ne? Also wirklich, ja. Weil das ist ja auch so, dass, ob jetzt Frauen oder Männer, aber ich spreche jetzt, weil du gesagt hast, ne, diese Dominanz der Männer, dass gerade Frauen sich ja gefühlt immer genau jemand Dominantes wünschen, weil der darf nicht zu nett sein und halt aber auch immer gucken, dass der es in ihnen ja glücklich oder heile machen soll. Und das ist ja schon so, jemand anderes kann nicht für irgendwas in mir verantwortlich oder zuständig sein. Ne? Und ja, ja, deswegen, ja, es darf dazu, dass die Männer, finde ich, und das ist auch das Geschenk, was ich mittlerweile in meinem Lebensweg sehe. Ich habe nämlich auch, weil ich dachte, du musst ganz toll Typ sein, ganz lange gegen meine in mir innen liegende Weiblichkeit halt gerne lila oder rosé zu tragen, ja, auch mal, wie gesagt, bei Liebesfilmen zu heulen, ja, einfach so, oh, Entschuldigung, so typisch weibliche Dinge halt gefühlt zu machen, habe ich ganz lange gegen angekämpft, bis ich gemerkt habe, das ist die Geheimwaffe, die dich eigentlich, ich sag jetzt mal so krass, dir die Frauen aussuchen lässt. Ja, das ist du gewinnst damit dein Gegenüber. Es ist ein, ja, es ist vielleicht so ein Geheimwaffe. Natürlich. Die Frauen wollen vielleicht keinen Nice Guy, aber es ist ja nicht, dass man Nice Guy ist, wenn man empathisch und freundlich und verständnisvoll ist und einfach einen Schritt zurückgehen kann, um zu lauschen, um den Raum zu bieten. Also das ist so wunderbar. Und das ist halt auch der Trick, den ich aber halt auch genauso andersrum bei den Frauen halt sehe, dieses auch, ihr dürft eigenverantwortlich sein. Ne, das ist ja da auch so drin, halt noch dieses, als Frau darfst du halt dann auch, ja, du musst das der Schmuck von dem Partner sein oder du bist halt, ja, weiß ich nicht, wirklich auch eher der anpassungsfähige Teil und dass ganz viele Frauen, wie du ja auch gesagt hast, denken so, ey, ich fühle mich dann nicht wie eine Frau, wenn das die Attribute einer Frau sein müssen. Ne? Halt, ich habe es voll mitgekriegt. Das ist genau das, was ich mitgekriegt habe. Und jahrelang zu gucken, wie ich mich eigentlich fühle, wie ich mich in Partnerschaften gebe und wie ich eigentlich erzogen bin, es ist schon eine dicke Diskrepanz. Und je früher man dahinter kommt, desto besser. Dank dein Buch. Ja, aber dank auch so der Arbeit, die so viele Menschen leisten und was auch immer noch wichtig ist, weil du ja auch gesagt hast, man will es eigentlich keinem auch aufzwängen. Also das ist mir auch immer wichtig, dass ja, ich immer sage, ich spreche von meiner Wahrheit, die für mich und mein Umfeld und meine Kunden super funktioniert. Und ich glaube auch, dass das schon, ja, wenn man die Welt betrachtet, was da auch gerade alles im Ungleichgewicht ist, eine Lösung sein könnte. Aber wenn jemand noch nicht an dem Punkt ist und das für sich auch abwehrt oder sich davon getriggert fühlt, dann darf der auch gucken, warum. Ja, aber dann ist das auch okay. Also, es, ne? Ist ja nicht jedermanns Sache. Es ist nicht jedermanns Sache. Das, was wir machen, das, was ich mache, zum Beispiel, jetzt ergreife ich mal kurz das Wort, mit ja, diesem, was so gut passt. Mit diesem Pelvis Gym habe ich ein Training entwickelt mit meinem Ex-Mann. Und das ist ein Training für lebendiges Becken. Und ich nenne das inzwischen Liebesgymnastik für aktive Liebhaber, Liebhaberinnen. Ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist ein ziemliches Gegenteil von Slow Sex zum Beispiel, was auch wunderbar sein kann. Und deshalb, ich bin mit dir einverstanden, wir brauchen nicht alle mitzureißen und da sind immer Angebote und immer Möglichkeiten. Ja, und ich denke, je mehr kreative Vielfalt wir zulassen und überhaupt in uns entdecken, desto mehr haben wir zum Jonglieren. Weißt du, ich liebe das Bild total. Vom Mosaik und vom Jonglieren. Wir drehen diese Steinchen um und vervollständigen unser Bild, sodass wir einfach freier werden in den Gestaltungsmöglichkeiten. Weißt ja. du? Ja, und deswegen glaube ich auch, dass sowas, wie du gerade sagst, weißt du, so Coaches, die dann sagen, du musst jetzt Mann sein und so, weil diese Phase hatte ich zwar nicht mit einem Coach, aber ja auch für mich. Und selbst das gehört dann zu dem Weg dazu, um in diese Balance zu kommen. Ne? Wenn die dann erstmal auch in dieses komplett Extreme dann übergehen und meinen, okay, ich bin halt zu soft, ich muss mich jetzt da reinzwingen, werden die auch auf Dauer merken, aber dieser Schritt war notwendig und deswegen auch selbst diese Coaches oder die das noch ja, verbreiten, haben auch gerade ihre totale, wie gesagt, jeder hat ja seine Berechtigung, aber auch ja, so ja, absolut. Ne, den Weg und deswegen ist das das Schöne und ich würde vielleicht sagen, Elinor,
einfach auch nochmal, dass jetzt für meine Leute, die wissen, dass, ich sag's nochmal für deine am 26.07. die Liebesformel im Handel erhältlich ist und erscheint, dass du nochmal, wir verlinken unsere Homepages auch unter dem Video, aber dass du nochmal sagst, vielleicht auch, wann deine nächste Reise ist, und auch nochmal vielleicht so, das würde mich wirklich auch persönlich interessieren und sagt man vielleicht auch am Anfang, aber am Abschluss, weil bei mir war die Transsexualität halt der treibende Punkt, der mich auf den Weg gebracht hat, wo ich jetzt bin. Wo ist vielleicht bei dir in der Schulzeit oder wann auch immer in der Vergangenheit entstanden, ich interessiere mich dafür, ich möchte da meine Passion leben. Also das würde mich auch nochmal interessieren, so zum Abschluss, was hat dich zu deinem Berufswunsch gebracht oder gab es da einen Schlüsselmoment? Ja, und dann sage ich nur jetzt schon mal, vielleicht sage ich gleich auch noch was, aber danke wirklich für das erste Gespräch und ich freue mich auf wirklich coole weitere Videos, weil wie gesagt, unbedingt. Ja. Wir, und das ist ja auch so untypisch, du eigentlich halt gefühlt genau mehr in der männlichen Energie zu Hause, aber eine Frau, ja, und ich gefühlt mehr in der weiblichen Energie oder das ist meine Basisenergie, aus der ich entstamme, ja, aber trotzdem äußerlich der Mann und ja, deswegen danke, ich freue mich auf alles, was da kommt, wirklich. Wow, siehst du, ist sowas von wunderbar und für mich, gut, ich ergreife jetzt nochmal etwas, auch eben für die Antwort, guck mal, wir sind halt mal in diesem Augenblick ein lebendiges Beispiel dafür, wie das wunderbar funktionieren kann, denn ich bin nun eher leider, oder nicht leider, so wie es ist, ich bin nun eher Alpha, also, und du bist eher, ich würde sagen, dann nicht in dem Sinne Alpha, und so eine Beziehung, hätten wir jetzt eine Beziehung, sie kann wunderbar funktionieren, wir leben, gegenseitig bereichern, gegenseitig auffangen, gegenseitig auch pushen und unterstützen. Damit möchte ich alle Männer und alle Frauen ermutigen, die sich aus der Rolle fallend erleben. Ja? Ja. So, also eine Frage, dieser Punkt, also Sexualität war schon immer enorm wichtig in meinem persönlichen Leben. Es gab Phasen, ich habe gesagt, ich bin nymphomanisch. Jetzt nicht, weil, oh, ich bin so cool, sondern, oh scheiße, wohin mit der Lust? Das ist jetzt nicht, womit man sich auf die Schulter klopft. Es ist eher so, dass man sagt, verdammt nochmal, wo kriege ich Hilfe? Wenn alle Frauen sich darum bemühen, es zu entfachen und die wenigen Augenblicke, wo ich mich mit anderen austauschen wollte, die haben nicht mal kapiert, worum es mir geht. Die haben gesagt, aber das kann man doch in sich entfachen, man kann es doch, ich habe gesagt, du verstehst nicht, was ich meine, ich muss klarkommen. Weißt du? Und ich hatte Beziehungen in meinem Leben, die sehr gut waren in dieser Hinsicht, die haben nicht gehalten, also im Sinne langjährige Partnerschaft, also nach 6 Jahren, 6 Jahren ist diese Beziehung gecrasht, aber gerade in der Beziehung, wo ich 6 Jahre lang einen Partner hatte, der auch so ziemlich durchgeknallt war, sage ich mal, ein bisschen platt, da hatte ich eine Vision. Ich habe gesagt, ich merke, ich hatte so das Gefühl, ich gehe durch die Straße und ich sehe den Menschen an, wo sie in ihrer sexuellen Zufriedenheit stehen. Es ist jetzt vielleicht anmaßend, aber ich glaube nicht. Nee. Ich habe ein bisschen medialen Blick. Okay, habe ich sowieso, nutze ich in meiner therapeutischen Tätigkeit. Ja. Und das war eine sehr scharfe Phase. Ich ging durch die Straße, habe meinen Blick geschärft und ich habe gesagt, ich sehe eine totale, fast totale Unzufriedenheit. Und ich sagte, offensichtlich weiß ich, wie ich das besser machen kann, wie es man sich als Frau besser der eigenen Lust hingeben kann. Hm. Und dann schule ich auch Männer und auch Frauen, auch mit diesem Training. In der Partnerschaft kam mir so eine Vision, dass eine Frau gefeiert wird, eine junge Frau wird gefeiert in einem Stamm. Ja. Und ich bin da wie so ein Zuschauer und mir wird gesagt, ich frage, was wird gefeiert? Und mir wird gesagt, sie ist jetzt unsere Frau für den Stamm, sie steigt in die Betten von anderen und macht so, dass es ihnen dort gut geht. Und ich sage in dieser Vision, ich sage, aber die ist doch so jung, wie soll ich es schaffen? Und ich habe gesagt, das ist doch nicht die Frage des Alters, sie kann es. Ja. Daraufhin bin ich aufgewacht aus diesem halben Tagestraum, habe gesagt, wow, gibt es vielleicht so einen Beruf? Vielleicht gibt es so einen Beruf. Dann habe ich recherchiert und kam auf die Idee, dass es Sexualberatung und Sexualtherapie gibt. Aber der Moment, wo ich mich angemeldet habe, ich habe inzwischen 2 verschiedene Lehrgänge gemacht und Ausbildung und Fortbildung ohne Ende. Und das war so der Wendepunkt, wo ich mich durch diese Vision unterstützt gefühlt habe, mich zu trauen. Ja. Und zu sagen, ich bin etwas anders als viele Frauen. Ich bin nicht die Einzige. Es gibt viele von uns, die zu ihrer Lust und zu ihrer Leidenschaft stehen, die das Leben können und wollen. Und inzwischen komme ich dazu über, dass ich sage, ich unterstütze Männer in dem, dass sie bessere Liebhaber werden können. Ich übersetze zwischen Männern und Frauen auch in
Hinsicht, weil ich das kann. Ja. Und es macht Riesenspaß zu sehen, wie die Leute in diese Belebung zurückkommen, wie sie sich wieder ihre Leidenschaft hingeben können. Und das ist halt mein Anliegen. Also es ist im Grunde erst vor circa 10 Jahren geschehen. Ich war über 30, als ich mich auf diesen Weg begeben habe. Davor war Heilpraktiker. Hypnose ist eine Leidenschaft für mein Leben. Mm. Hypnose und Sexualität ist wunderbar, weil das passt so geschmeidig ineinander, behutsam, sensibel. Man muss nicht alles beim Namen nennen. Ja. Das ist so die Idee. Und die nächste Reise, lieber Jill, gleich im September 2019, vom 7. September geht's los. Wir vertiefen unsere Inhalte. Wir haben noch einen wunderbaren Fachmann für Atemübungen, Yogi Toni von Boga Yoga. Der kommt extra aus Süddeutschland zu uns nach Korfu. Anastasia Romanova ist mit ihrem einmaligen Konzept für Intimfitness mit dabei. Also das ist so ein Trio-Seminar, was wir da machen. Und das wird genial sein, das wissen wir schon, weil das erste Mal war super und jetzt sind wir umso feiner, gehen wir ins Detail. Ja, das finde ich mega. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja auch nochmal irgendwo auf irgendwelchen Reisen. Erstmal, ja? Du bist doch demnächst hoffentlich auch in Berlin mit deiner Vorlesung, oder? Genau, also ich gehe ja auch auf Lesereise und da werde ich schon Deutschland auch abdecken. Und ja, ja, ich werde auch für die Liebesformel, also alle, die das Buch dann erwerben, gibt es auch dann eine extra Gruppe bei Facebook, wo es dann auch jede Woche Video-Input gibt und auch Coaching-Inhalte, also auf die ich ja im Buch eingehe, ein bisschen auch bearbeitet werden als nur stumpfe Theorie. Und ja, dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Elinor. Und ich danke dir. Und ja, bis ganz bald. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich danke dir. Ich freue mich auf dein Buch und bis bald. Ja. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt neugierig und bis bald. Tschüssi. Tschüss.